So, okay, Lost Place Freunde. Ich schaue mir hier ein altes verlassenes, also längst verlassenes Hotel an. Ja, was haben wir hier? Also, so sah das wohl aus. Mit Schwimmbad, Restaurant. Hier. Keine Ahnung. Was steht denn da alles? Kegelbahn, Bad, diverse Rechnungen. Hier war wohl die Rezeption. Schauen wir mal, was wir noch finden. Ich glaube nicht, dass es irgendwann wieder. Ja. Was kostet Bier? Naja. Wein, Wein, Wein. Vom Rind, vom Steak 24, D-Mark 50. Okay. 12 Euro. Bierstube. Bierstube ist gut. So Leute, ich bin in der Bierstube. Wir bestellen uns jetzt ein Bier. Wir setzen wir uns hin. Hier gibt es ja genug Plätze. So, gibt es hier noch ein Bier? Bier für mich? Für mich? Eine Zapfanlage gibt es auf jeden Fall. Schaut euch das an. Hier steht, hier haben sie zum Putzen alles auf die Tische gestellt, die Stühle. Und dann haben sie einfach zugemacht. Die hat eine Ribolin gekotzt. So. Das letzte Bier nicht vertragen. Das Besteck. Was haben wir hier alles? Geht überhaupt noch? Natürlich nicht. Na, man muss jetzt auch drücken. Sitzt nichts, braucht ihr mal Gläser. Ja, schön ist anders. Industrieküche. Hier das Wichtigste, das Allerwichtigste. Und was passiert? Nichts. Leute, es gibt kein Bier. Okay. Mal weiter schauen. So. Hier ist auch noch so ein Nebenraum, den man wahrscheinlich auch buchen konnte oder so. Oder sich hier verziehen konnte. Ich weiß es nicht. Naja. In das Bild sollte man nicht unbedingt laut sein. Aber ich muss da drauf drücken, egal wo. Ja, funktioniert. Leute, das musste sein. Macht es nicht. So. Normalerweise dürft ihr nicht reden. Aber einen Kommentar braucht ihr doch, oder? Wo gehen wir jetzt hin? Links, rechts, oben, unten? Scheißegal. So. Das ist ein großes Hotel. Offen. Aber hier nicht. Drücken. Funktioniert nicht. Naja, Keller. Muss man das sehen, weiß ich nicht. Leute, ich brauche ja Stunden, bis ich hier fertig bin. Scheiße, so viele Gläser noch. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hässliche. Halbes Bach. Aha, aha. Naja. Na, da ist Schimmel pur. Wo ist das Glas? Ne? Ja. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder ist die Scheibe sowas von sauber oder kaputt? Ja, hier war eine Umkleide.
Fokus. Ja, okay, ich gebe es zu, es ist dunkel. Aber scharf bleiben sollte es schon. Das ist keine billige Kamera gewesen. Ja. Hier auch. Toiletten. Nichts kaputt. Haben sie noch geputzt, abgedeckt und ins Hotel zugemacht. Hier konnte man baden. Ist auch noch mal Toilette für die Damen. Kein Durchgang, ja gut. Nicht schlecht. Haufen Geschirr noch. Und nichts kaputt. Das ist unglaublich. Hier ist nichts kaputt. Krass. Okay. Weiter gucken. Wisst ihr, das eine ist die Zimmer angucken. Aber die Zimmer sind eigentlich alle gleich. Vielleicht. Wer kennt sowas noch? Wenn es ein paar Suiten so gab, dann vielleicht doch nicht alle gleich. Aber ansonsten ist ein Hotel. Das ist alles gleich. Was mich halt wundert, dass hier nicht so viel kaputt ist. Vom Zustand echt gut. Hier sind die ganzen Akten. Rechnungen und so weiter. Ja. Datenschutz. Ne? Trimmer. Aus welchem Jahrhundert? Ja. Sieht auch kein Mensch mehr. Tischtennis. Oh je, da müssen wir ja noch trainieren. Ja. Okay. So, mal schauen, was es noch gibt. Hier habe ich noch so eine Art Tagungsraum gesehen. Wir probieren aber mal Licht anzumachen. Ne, passiert nichts, war ja klar. Hätte mich ja gewundert. Nämlich hier drin. Die blöde Tür so. Aber wir können ja hier rein. Ja. Hier musste man was lernen. Oben gab es vier, hier musste man leiden. Ja. Hier ist auch eine Küche. Ah ja, ich verstehe. Oben hat man das Essen bestellt, dann hat man es hier reingestellt in den Lastenaufzug. Und die eigentliche Küche war hier, weil oben war ja nur. Ich streng mich da so an, hier reinzukommen, hier ist die Tür offen. Also, das finde ich jetzt nicht nett. Naja. Das letzte Mal war sie nicht offen. Na gut, dann ist es ebenso. Ja, hier ist also die Küche. Hier ist auch jemand durchs Fenster mal rein. Ich nicht, nur so zur Info. Und das ist ja mega, das wird ein Kühlraum gewesen sein. So Dinger geht man nicht rein. Nachher macht jemand zu. Wie in so einem Film. Und man kommt nicht mehr raus, da kann man nur noch hier durchgucken. Oder man kann eigentlich nicht durchgucken, nur reingucken. Nicht raus. Ich will es gar nicht wissen. Leute, geht in so einen scheiß Raum nie rein. Ich habe schon den ersten Fehler gemacht, ich bin ja hier durch. Aber hier geht's ja noch. Naja, kann man sehr von hinten öffnen. Und einen Krach machen. Die restlichen Zutaten, die übrig geblieben sind, der Rest wurde ja gefressen. Ja. Also hier wurde gekocht. Und ich mache Krach. Könnte man sich Ansichtskarten in so einem Automaten ziehen? Und hier geht es Richtung Schwimmbad. Ich weiß nicht, ob ich da rein kann. Ob ich einen Durchgang finde. Ich weiß, dass es in dem Gebäude ist. Ja. Ja, der Zugang ist sehr abenteuerlich. Boah. Geschafft. Leute, ich hab's geschafft.
Sieht aber geil aus. Sieht echt geil aus, muss ich sagen. Ist echt cool, das Schwimmbad. Schauen wir uns das mal von hinten an. Jetzt bin ich hier schon, keine Ahnung wie lange, ich habe noch kein einziges Zimmer von innen gesehen. Duschen am Rand. Damen. Jawohl, der Bademeister. Oder Ausgabe für Bier. Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber gut. Ist echt schön eigentlich, also. Gut, ist schon altmodisch, aber. Ich weiß nicht, hat sich wohl nicht gelohnt, das Hotel. Ist auch am Arsch der Welt. Ja. Leider.